Es hat schon etwas von Formel 1, Startaufstellung und die Fahrer geschützt unter einem Sonnenschirm. Kurz vor dem Start gibt es noch die letzten Tipps vom Vater und überhaupt, das ganze Outfit sieht bei den Kleinsten, bei den Bambini, sehr, sehr professionell aus. Aber das ist ja klar, denn ein Ziel, wo sie später mal fahren wollen, haben sie alle. Ich will Formel 1 Fahrer werden. Formel 1. Formel 1. Formel 1 fahren. Formel 1. Rallyfahrer. Ich finde den Polo R so toll und auch das Springen und so, das gefällt mir. Ich würde gerne DTM fahren. Mini? Also am liebsten wäre mir Formel 1, aber sonst wenn nicht, dann auch DTM. Auch für den 10-jährigen Sebastian gibt es nochmal letzte Anweisungen von Vater Carsten. Dann ist das Rennen gestartet und der Gesamtführende Luca Max Pirschke mit der Startnummer 105 setzt sich gleich an die Spitze des Feldes, wie so oft in dieser Saison. Dahinter ein erbitterter Kampf zwischen den anderen Fahrern. Doch wie sagen sie selbst so schön? Auf der Bahn sind wir Konkurrenten, nach dem Rennen sind wir wieder Freunde. Vorne an der Spitze, Luca Max Pirschke ganz allein, aber die Angst, überholt zu werden, fährt immer mit. Ja, also man hat immer das Gefühl, als ob gleich einer in der Spitzkehre oder so überholen will, aber guckt man kurz mal nach hinten, da sieht man niemanden und dann ist eigentlich alles im grünen Bereich, merkt man dann. Doch, dass er überholt wird, sollte an diesem Wochenende nicht passieren. Der Kampf um die weiteren Plätze allerdings war hart. Und auch die Eltern am Streckenrand sind mit 100% dabei. Die Bambini-Klasse der Serie des Automobilclub Verkehrs ist die ideale Einstiegsserie, um Rennfahren zu lernen. Allerdings passieren auch immer wieder ärgerliche Fehler. Ja, schon, weil dann freust du dich erst, ja, jetzt werde ich vermutlich Dritter oder Zweiter und dann machst du den Fehler und dann, nee, und weg sind sie wieder. Am Ende gewinnt der Gesamtführende Luca Max Pirschke beide Rennen in Wittkenborn, sehr zur Freude seines Vaters. Die Rennanalyse der Nachwuchsfahrer, professionell wie in der Formel 1. Im ersten Rennen war es nicht so gut, aber im zweiten, also jetzt, da war es richtig gut. Eigentlich war es gut, nur die Starts waren nicht so gut von den zwei Rennen. Also es war eigentlich gut, also das erste Rennen bin ich Zweiter geworden, beim dritten Rennen habe ich einen Fehler gemacht, dann ist einer vorbei und dann konnte ich nicht mehr hinterher und konnte nicht mehr überholen. Also das erste Rennen war nicht sehr gut. Ich habe erstmal den Start richtig verschlafen, aber sonst war eigentlich alles okay. Und im zweiten Rennen bin ich dann beim Start 4 Plätze vorgefahren. Das war dann erstmal ganz gut. Zwischendrin habe ich dann noch einen Platz verloren und sonst. Ja, es war eigentlich ganz gut, nur beim ersten Rennen wurde ich abgeschossen und beim zweiten habe ich dann 7 oder 8 Stück noch überholt. Doch auch in den anderen Klassen ging es heiß her. Beispielsweise mit einem Überholmanöver in der vorletzten Kurve und dem damit verbundenen Sieg. Oder in der hart umkämpften Schalterklasse, wo sich die beiden Führenden gegenseitig aus dem Rennen geschossen haben. Allerdings wurde auch außerhalb des Rennens noch einiges geboten. Zum Beispiel die Showrunden eines Ferraris und eines Lamborghinis, der Firma Jodesign aus Taunusstein. Oder das Gruppenfoto von allen Fahrern, die mit dabei waren. Von groß bis klein, die ganze Kartfamilie eben.